Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Cooking Simulator Metzgers Kochstudio. Die letzte Folge ist einige Wochen, gar Monate her. Ich habe wieder mal Lust in das Spiel. Es gibt auch neue Updates. Einmal den Sushi. Koch nenne ich es jetzt mal. Und hier die anderen, die habe ich schon mal gekauft gehabt, habe ich aber noch nicht gespielt. Wir gehen erst noch mal in den normalen Modus. Muss mich erst wieder mal ein bisschen reinfuchsen in das Spiel. Auf jeden Fall müssen wir erstmal Schweinekoteletts mit Bratkartoffeln machen. Mal die Karte hier auf vorbereiten können wir ja schon mal und dann kann man hier überspringen. Schweinekoteletts. Sind sie das? Ne, das Steak da. Also eins nur, okay. Jetzt kommt die Bestellung. Ach so, dann machen wir doch erstmal die gebackene Forelle. Ich glaube, da läuft die Zeit dann sowieso ab. So, Forelle. Schwarzer Pfeffer, das war glaube ich hier noch. Jeweils 5. Oh. Das ist schon schlecht. Da war noch die falsche Gewürzgröße eingestellt. Geht ja schon gut los. Nochmal. Ändert. Nee, das war auf richtige Größe. Oh nein. Also wieder weg. Ändern auf. Ein Gramm soll jetzt passen. Ob das Essgericht hier gut wird, weiß ich nicht. Thymian. Dill. Auf ein Backblech legen, okay. Würzen mit Meerrettich nochmal. Achso, erstmal backen. Wollen wir denn wieder die Zeit hier einstellen? Zack. Würzen mit Meerrettich. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. Können wir vielleicht das hier schon mal wieder weitermachen. Würzen mit Salz, Pfeffer und Thymian. Salz, na komm. Schwarzer Pfeffer. Und noch Thymian. Nö. Da. Gut. Dann Sonnenblumenöl. War das das hier? Ne, das war's nicht. Da steht's. 30. Und erstmal anbraten. Falscher Herd. 90 Sekunden lang braten. Das ist auch fertig. Ein Teller. Was für ein Teller will er denn haben? Steht nix, welcher Teller. Ein Teller heißt servieren. Oh, Upsee. Upsee. Erstmal ausmachen. Okay. So, jetzt noch mit Meerrettich. Zack, was macht das hier? Na, es braucht noch kurz Zitrone. 80 Gramm. Also eine. Da müssen wir mal das Steak hier. Muss ich es jetzt schon drehen? Ich weiß es echt nicht mehr. Drehen es halt mal. Nö. Na komm. Wieso dreht sich's denn nicht? Jetzt. Die in Viertel schneiden. Einmal. Zack. Naja. Nicht ganz Viertel, aber okay. Nö, komm. Wo ist es denn hin? Komm, nimm sie auf. Und weg damit. Jo, servieren hier. Zack. Ja, gar nicht so schlecht. Restaurantgeräte, ich weiß gar nicht, ob der das hier will. Nee, das will er nicht. Mist. Ich glaube, das war hier so ein... Na, er will's doch, okay. Perfekt. Dann machen wir das erstmal fertig.
So, was will der noch? Bratkartoffeln. 300 Gramm. Können wir gleich mal einen Topf mitnehmen. So. Mit Salz. Achso, ich muss backen. Falsch. Und Stücke. Ja, schneiden wir es mal in Stücke. Nein, komm. Fällt schon wieder alles runter hier. Ah, jetzt habe ich die andere mitgeschnitten. Oh, nochmal. Irgendwie konnte man das doch auch alles auf einmal nehmen. Hm. Ah ja, so. So, wie lange? 80 Sekunden. Das haben wir schon mal. Was wollen wir denn hier? Wasser 1300. Fingergriff. Okay. Achso, da muss noch Zeug mit rein. Nein. Salz 1 mal 10. Schwarzer Pfeffer. Entenbrust. Er hat dann wieder den Kühlschrank hier aufgelassen. Ja, ich komme doch schon. Und alle drauf hier. Was das jetzt? Kartoffeln. In Stücke, Backblech. Oh, theoretisch ist das fertig. Nur also. Ja, super. Gut. Jetzt das eine Rezept hier noch. Und ob noch eins nachkommt. Entenbrust, Karotten. Ja, natürlich. Karotten 70, 120 Zwiebeln. Praktisch ist schon alles geschält. 80 Sekunden lang kochen. Wir hatten da noch eine Uhr hier da. Steak mit Pommes, okay. Einmal ein Steak. Pfeffer. Halt, falsch. Schwarzer Pfeffer, Salz. Und jeder Seite 45 Sekunden lang braten. Warte jetzt, bis das fertig ist. Kann ich das wenigstens schon mal servieren? Schneide 8 Entenbrust in Stücke. Jede Portion besteht aus Suppe 300 ml, 140 Gramm Entenbrust. Dann können wir das schon mal anbraten. Ach, wir machen es erst fertig, da ist noch Zeit. So, dann müssen wir uns ein bisschen schicken. Entenbrust in Stücke. 300 ml davon. Irgendwie waren die Zwiebeln zu lang drin. 35 Gramm. Keine Ahnung, ob das 35 sind. Nee, das ist sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht, na komm. Hallo? Das ist 35, ja fast. 4 Stück sind das ja dann. Wird jetzt einfach mal hier durch, fertig. 50, das ist zu groß. Zu klein, das passt. Da noch zu groß. Naja, nicht ganz. Das ist zu klein. Das hier können wir nochmal schneiden. Genau 35. So, das war's. Knappe Geschichte. Wow. Perfekt. Komm weg. Ich habe hier noch ein Rezept. Und noch eins. Super. 45 Sekunden. Ich glaube, das zeigt es theoretisch auch an. Ja. Ein Pokal. Aha. Aber jetzt nicht. Jetzt brauchen wir denn noch Kartoffeln, Salz. Jetzt brauchen wir den Topf. Ich glaube, das drehen wir gleich mal, ja. Hey, komm. Hallo. Hallo, was ist denn jetzt? Ich will es doch drehen. Jetzt. Okay, Salz 6 Gramm. Schneide die Kartoffeln. Tieren. Wo soll ich die denn? Ach, da drin. Okay. Schneide Kartoffeln. Ach du Jemine.
Das nehmen wir schon mal raus. In Stücke 15 Gramm. Groß ist denn da ein Stück? 38. Riesig. Es will nicht hier das Ding. Toll, jetzt ist die Hälfte von der Kartoffel weg. Na gut, ich denke mal, das reicht so. Aber wir müssen alle frittieren. Ich glaube, ich brauche mal so ein Dings zum Frittieren. Wo finde ich das? Utensilien? Ah ja, hier. Kaufen. Jetzt können wir sie reinpacken. Oh nein, zu früh weggezogen. Das wird eine knappe Geschichte hier. So, die auch noch schneiden. Hier nochmal. Beeil dich, witzig. Ah. 30 Sekunden. Wieso kann ich das jetzt nicht? Hä? Muss doch hier rein, oder nicht? Ah ja. Ist da überhaupt Öl drin? Jetzt. Garniere mit Rosmarinzweig. Wo ist denn das schon wieder hier hin? Persilie, Rosmarin. Jetzt aber schnell. Ja, ja. Oh, oh. Naja. Geht so. Nicht verschütten. Hoffentlich reicht das so. Ja, es geht. Was hat er denn zum Nörgeln? Technik, Pommes. Schlechte Schneidtechnik. Nicht erwünscht. Meine Kotelett, hä? Ich glaube, weil da was auf dem Brett noch war, irgendwie von Gewürz oder so. Also ich sag mal, das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Forelle wieder. Oh, ist jetzt sauber? Ne, ist nicht. Wurscht. Pfeffer, Thymian, Dill. Machen sie jetzt trotzdem fertig. Besser als wie wenn ich gar kein Rezept habe oder kein Gericht. Gut, was wollen sie dazu? Achso, nur Zitrone. Ja, ist ja gut. Dann könnten wir ja gerade noch die Zeit schaffen. Nein, nimm's doch, komm. Ja, ja, beeil dich schon. Was? Noch eine. Petersilienblätter. Ich glaube, 8 Gramm waren es. 6 Gramm. Mist. Eins weg. So, was ist da noch für ein Rezept? Gebratene Garnelen. In die Pfanne hinzufügen. Butterschmalz, Salz. Ich glaube, Butterschmalz habe ich noch nicht gehabt. Vielleicht bei Gewürzen. Ja, ja, ich hol's doch schon. Vorsicht, heiß. Oh, nein. Mist. Schönes Essen vom Boden aufheben. Umsetzungszeit, ja gut, war klar. Weiter drüber. Butterschmalz brauchen wir. Ist vielleicht hier im Kühlschrank? Gewürze, wo ist Butterschmalz? Okay, das Gericht hat sich gerade erledigt. Ich glaube, das ist von der Zeit her, war das schon zu knapp. Aha, jetzt ist er da fertig. Einnahmen waren okay. Kochpunkte habe ich auch ein paar gekriegt und so einen komischen Pokal hier. War ja ganz passabel, der Tag. Na gut, das war's mit einer Folge von Cooking Simulator Metzgers Kochstudio. Schau doch gerne wieder in der nächsten Kochfolge rein. Ich denke, ich mache jetzt wieder ein paar Folgen. Ansonsten Dankeschön fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss.